So, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Worms 1. Ja, das letzte Mal haben wir schon ein paar extrem schwere Missionen geschafft. Also ergo, Mission 1, ein Wurm töten, Mission 2, auch ein Wurm töten, Mission 3. Da waren wir schon in der Hölle und haben zwei Würmchen geröstet. Jetzt geht's weiter. Da muss ich mal gucken, irgendwo muss man das Passwort eingeben können. Das ist ja blöd, man hat scheinbar auch nicht unsere Teamnamen gespeichert. Aber ist jetzt egal. So, ich habe mir das ja abfotografiert. Jetzt muss ich nur mal gucken, was denn das letzte Passwort war. Kleinen Moment. Das letzte Passwort war Björnpop. Was immer auch Björnpop ist, das klingt wie schwedische Popmusik von Björn. Björn Pop to go. So, Mission 4. Ja. Also, ne? Gescheiterte Popstars. Also, diese zwei verrückten, durchgeknallten, die sozusagen die Stars des Original-Worm-Songs waren. Ja, das sind die, die wir jetzt wahrscheinlich besiegen müssen. Du sollst, sie sollen dafür bezahlen. Für ihre musikalischen Verbrechen. Ja, ist der Wormsong so schlimm, ja? Ja. Los, drauf auf die und kaputt machen. Ja, ich weiß natürlich nicht, welche Zwischensequenzen wir jetzt schon hatten. Ach ja. Tja, nichts passiert, ne? Ja, ist schon witzig, ne? So ein bisschen Slapstick-Humor hier. Ja, kann ja nicht schaden, ne? So. Okay, alles klar. Das sieht alles sehr elektronisch aus. Ein paar Computerplatinen. Ist hier eine Wurms-Diskette? Ja, damals hat man noch Disketten von verwendet. Boggy B, aha, den kennen wir doch, Boggy B. Aus Worms Blast, aber Worms Blast möchte ich nicht nochmal sprechen. Das ist ein Trauma, was sich bei mir eingepflanzt hat. So, Weevil. Ja, der steht auch schon mal ganz schön da oben, ne? Da müssen... Was? Ich kann... Was? Ich kann nicht die Bazooka verwenden? Was? Ich hab null Bazooka? Das ist ja blöd. Zeigt noch jetzt diese komische Mole-Bomb, wo ich immer noch nicht weiß, was das mache. Na, Mii bringt mir nix. Luftangriff, naja. Ich könnte mit der Uzi da so ein bisschen. Ich baller mal mit der Uzi so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, kann ja nicht schaden. Ey, die Musik, ey, das klingt ja wie im Zirkus. Ja, ne? Also mal so ein bisschen angeschossen. When you're messing with me. So, Spadge. Was macht er? Teleportiert sich zur Batterie. Oh. Das ist natürlich schön, ne? Das ist so Horatio. Ich kann die Bazooka nicht auswählen. Nee, geht nicht. Also ich habe echt keine Bazooka. Das ist ja ärgerlich, warum auch immer. Ich kann versuchen, da eine Granate runterrollen zu lassen, aber bis... Naja, zu weit. Ich dachte schon, ich treffe meinen eigenen, aber das ist zum Glück nicht passiert. Ja, der trifft natürlich wieder. Ne, das war scharf. So, jetzt muss ich auf jeden Fall Weevil nehmen. Auf jeden Fall. Der muss sich mal ein bisschen in Sicherheit bringen hier. Also so wird kein Schuh da draus. Wo kann ich denn eigentlich hier die... Ah, die Sekunden kann ich auch einstellen. Ich mach mal 2 Sekunden. 1, 2. Zu lange. Aber, ne, meine Treffsicherheit verbessert sich einigermaßen.
Und der trifft natürlich nicht gut. Gut, gut, gut. Der hat nur seine Batterie ein bisschen angekratzt. So, ich bleib aber mal bei Weevil. Ich habe ein gutes Gefühl. 2 Sekunden. Vielleicht ein bisschen mehr nach oben. Und jetzt, zack, 1, 2. Ich treffe einfach nicht, das kann doch nicht sein. Okay, der hat auch keine Lust mehr auf Weevil. Und... Der hat das Kabel zerschmettert. Ja, ist schon ein bisschen schwerer, ne? Ein bisschen, spannender. Und ich mache jetzt mal 1 Sekunde und schieße mal direkt dahin. 1. Yes! Yes! Na, das war doch mal. Das war doch mal. Volltreffer. Richtig in Schwarzer, ja. Boring! Ja, das ist echt boring hier, ne? So, jetzt muss man wieder rauszoomen. Das schaffe ich doch nicht. Nee, das ist zu weit weg. Dann nehme ich lieber Weevil. Wir haben aber 3 Sekunden. Ich mache mit voller Wucht da rein. Nee! Wo ist denn das hingeflogen? Boring! Naja, also. Was ist denn mit der Musik da hinten, mit den Geräuschen los damals? Ist ja wie eine Klapse hier. Das hätte schief gehen können. Das hätte schief gehen können. So, was machst du jetzt, mein Lieber? Boring. Der macht nix! Na gut, wir können noch 5 Stunden rumsitzen, bis ich dann irgendwann mal getroffen habe. Also, ich dachte, der ist ein bisschen... Yes, na geht doch. Sehr schön! Und er ist im Boden stecken geblieben, yes. Habe ich ihn? Nicht ganz, aber ich habe ihn schon ein bisschen getroffen. So, was machst du jetzt? Na, Bazooka geht nicht. Granate. Okay, das ist interessant. Da geht er auf Neville drauf. Nein. Neville ist aus dem Bildschirm geflogen. Aber man sieht, wir sind noch ganz gut dran. So, jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss doch mal jetzt hier... Auch das Ding habe ich nur mal so. Als wir schon ein bisschen mit Ressourcenknappheit umgehen können. Aber der Uzi macht halt kaum Schaden, ne? Das ist... Hätte es über 1 Sekunde einstellen und dann einfach in seine Richtung. Oh! Ich bin abgerutscht! Ich bin abgerutscht! Nein! Scheiße! Ich bin von der Taste... Ich bin von der Leertaste abgerutscht! Nein! Oh, ey, ich... Wirklich, es ist... Naja. Aber nicht verzagen, ne? Ich hab noch ein paar Würmer, also... Weil der Weg ist jetzt natürlich viel krasser hier. Also machen wir mal 2 Sekunden und... Oh Gottes Willen. Das soll ich schaffen. Ja, richtig viel Schwung holen. Nee, das war zu viel. Bisschen Banjo-Musik hier. Baum, baum, baum. Ah, das ist echt blöd hier, ey. Das kann ja ewig dauern, bis ich da mal treffe. Ja, das ist viel zu weit unten gewesen. Ich könnte höchstens Horatio nehmen und könnte dafür sorgen, dass der Teleportation ging, ja. 2 Stück. Aber es ist halt sehr gefährlich hier, aber guck, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich wenigstens da mal ein Dynamit runterwerfen. Ist zwar vielleicht nicht die beste Idee, aber sonst komme ich ja hier nie voran. Naja, jetzt 1 Sekunde, Granate. Ist okay, stecke ich ein. Das war dumm. Oder war es dumm? Ich weiß es nicht. Kann ich... Ich konnte ja Dynamit ja zumindest irgendwie werfen. Yes! Sehr schön. Und tschüss, Boggy B. Das ist für die Qual, die du mir bei Worms Blast eingebracht hast. Ja, hier sehen wir noch ein schönes Replay. Genau, schön draufwerfen. Und dem entkommt er nicht.
Aber ich habe auch Schaden genommen. Meiner ist auch runtergefallen, ne? Das ist schon ein ordentlicher Schadensradius, der da kreiert wird. Yay! We won! Ja, dankeschön, dankeschön. Dodge Max ist das nächste Passwort. Das wollen wir uns natürlich gleich auch fotografieren. So, zoome ich noch ein bisschen ran, dass ich auch wirklich das Wichtige, so Dodge Max. Dann. Okay, jetzt war aber schon ein bisschen kniffliger, ne? Also immer noch schaffbar, aber Mission 5. Ja, sozusagen overrated oder überbewertete Verschwender. Diese, oh, jetzt sind es schon vier. Diese widerwärtigen vier Typen, ja, haben es diesmal zu weit getragen und zu viel Schaden angerichtet. Du musst sie jagen und den Rest von uns retten von ihren durchgehenden oder von ihrer weiterführenden Qual und Tortur, die sie uns einbringen. Also es sind einfach nur vier Arschlöcher, die uns quälen, die uns Schaden zufügen wollen. Und deswegen wird es jetzt Zeit, dass wir einfach nur mal richtig schön draufhauen, ne? Und das machen wir dementsprechend auch. Oh, jetzt hier Airstrike. Ja, der muss dann sich sein Schicksal einfach hingeben. Ich glaube, da kann man nicht mehr viel machen, um auszuweichen, ne? Okay, was haben wir denn hier? Irgendwelche Raumschiffe und sowas. Dale Winton. Also haben wir jetzt wenigstens Bazooka, wird uns jetzt wieder gegeben. Das ist ja wunderbar. Also ich schon mein... Ja, ganz ehrlich, mache ich. So, und endlich viel Zeit haben wir auch wieder. Ich gehe mal ein bisschen weg. Nein! Scheiße! Ja gut, der hat auch ein bisschen was abbekommen, immerhin. Ein bisschen was, 68. Krass, ey, wie stark das Dynamit in den ersten Teil war. Also... Okay. Ja, ich arbeite mich mal langsam, ne? Ich will erstmal den Typen da hinten wegkriegen. Den könnten wir eigentlich mit einem gezielten Drachenkick oder so wegbumsen. So, schauen wir mal. Dann nehmen wir den Fire Punch. Und tschüss. So. Leg dich nicht mit Player 1 an. Jeremy Beadle. Okay. Verstehe ich nicht. Ich würde doch ganz klar die Kiste nehmen. Warum? Ich meine, ist okay, dann nehme ich die Kiste jetzt, ne? Also, muss nur gucken, dass ich... Schaffe ich das vom Sprung? Hm, natürlich nicht. Aber gut, wir haben noch bestimmt... Haben wir ein Ninja-Seil? Natürlich nicht. Scheiße. Mit Teleport. Ist mir scheißegal. Da ist bestimmt eine gute Waffe drunter. Oh, habe ich... Gut. Eine Mole Bomb. Ich dachte schon, ich hab... Weißt du, was ist passiert? Oh, der ist tot, oder? Na gut, Fifth, ja, die Hälfte abgezogen. Nee, ich möchte mal schön hier, weil den kann ich definitiv aus dem Bildschirm kicken. Also... Hoffe ich. Ich meine, was ist denn jetzt besser? Fire Punch oder Dragon Ball? Fire Punch nehme ich mal wieder. Ja, nicht ganz. Aber zumindest hat er jetzt ordentlich Schaden bekommen, oder? Naja, 30 ist auch nicht ordentlich Schaden. Ja, der haut mir jetzt einfach... Ja, komm, mach. Ach! Alle verbissen sich hier, wenn es... Solche Feiglinge! So, wir hatten jetzt hier die beste Position. A Weevil. Der da hinten ist ganz alleine, also. Hello? Ja, hello. Die beste Position hatte eigentlich Horatio, ne? Also den könnte ich...
Also wenn ich gut treffen kann, könnte ich dir deine Granate hin. Ne, Granaten gibt's nicht. Ja gut, dann ganz ehrlich, dann Scheißruf. Ich werde jetzt. Komm, ich schieße jetzt einfach hin, vielleicht treffe ich ja. Hey! Damit das mal kein Volltreffer war, ne? Great shot! Dankeschön. Ich versuche mein Bestes, ne? Ja, den müssen wir mal irgendwie da wegholen, ne? Ja, die wehren sich schon weitaus effektiver hier. Ich merke das schon. So. Und jetzt. Ja gut, Homing Missile wäre vielleicht eine Verschwendung, oder? Könnte man, der da oben hat noch 100. Ich nehme mal. Ach, weißt du, ich mach's einfach mal. Mal sehen, ob das was wird. Ich schieße das jetzt so hoch wie möglich, ja. Das, und. Da, schön. Ja, toll. Hat er auch mal. Oh gut, fast die Hälfte weg. Hat er auch mal gut Schaden bekommen. So, Jeremy Beadle. Er lebt noch. Er lebt noch. Weapon Drop. Und natürlich wieder beim Gegner. Oh. Was machen wir jetzt hier mit Stumpy? Der ist halt wirklich. Den muss man wegteleportieren. Weißt du was? Ich teleportiere ihn einfach mal jetzt hier hin. Ist zwar blöd, aber wie gesagt, es kann auch mal einer von mir sterben, aber Hauptsache ich krieg mal ein paar gute Waffen. Was haben wir? Scharf, 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 scharf. Komm, gib mir scharf. Bananabomb. Das ist ja. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich dachte schon. Wie kann der treffen, Alter? Willst du dich verarschen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von der Entfernung trifft? Bananabomb. Bananabomb. Also, ne? Wünscht mir viel Glück, dass ich jetzt gut treffe. Ich meine, wo will ich denn eigentlich treffen? Das ist die Frage. Boah, toll, der ist futsch, der ist futsch. Geil. Bye bye, das war's, Chris Evans. Oder wie du heißt, Danny Baker. Was sind das für Namen? Sind das die Spielentwickler? Oder? Der überlebt auch noch. Es ist. So, Jeremy Beadle. Also, wenn ich hier eine Mole Bomb dahin werfe. Ach, jetzt. Alter, was? Ist das krass, okay? Gut, jetzt wissen wir, was die Mole Bomb ist. Also, die explodiert und dann kommen solche Drillbohrer, die sich dann nochmal durch die Erde fräsen. Ja, okay. So, Danny Baker. Ha, hast wahrscheinlich kein Interesse an. Der schießt jetzt immer. Das ist das Blöde. Der schießt ja immer und trifft auch. Ah, Scheiße. Horatio, das war's. Uff. 28, naja, das ist so heftig hier. Was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen, der mit den meisten Leben teleportiert sich hin, geht natürlich nicht. Homing Missile, ne, das können wir noch probieren. Da muss ich nun mal jetzt unter den Propeller oder was ist denn? Ne, ist kein Propeller, das ist, ein Flügel, muss ich nur mal in den Flügel. Ich gucke nochmal, ob auch wirklich freie Sicht ist. Und los! Gut. Der muss ja auch mal ein bisschen Schaden abbekommen. Ja, da. 6 Leben hat er noch. Oh, Scheiße. Vor allem, der trifft immer. Was zum Teufel, ey? Wie kann der treffen? Jagd heute jetzt der nächste Tod, ey. Jetzt wird's knapp hier. Aber die Frage ist, was macht man da? Ich habe keinen Airstrike.
Homing Missile ist aus. Teleport ist aus. Blowtorch habe ich nur dreimal. Also, also eine Sache steht fest. Ich muss auf jeden Fall mal... Ich muss den ein bisschen rauslocken. Deswegen werde ich jetzt mal hier lang kriechen. Na. Komm. Hoi. Na. Jetzt komme ich ja echt nicht lang. Ich glaub's nicht. Ja, ich. Dann skippe ich jetzt den Turn. Ist mir jetzt egal. Aber ich muss mich ja ein bisschen unterstellen. Nicht, dass er mich schon wieder trifft hier. Boring. Tja, was machst du jetzt, hä? Der schießt fröhlich weiter. Und trifft natürlich auch. Willst du mich verarschen? Wie kann denn der immer treffen hier? Oh, leck mich. Ich bohre mich jetzt in der Erde. Nee, komm. Also, da habe ich keinen Bock drauf hier. Das ist mir richtig schön tief in der Erde. Ich werde dann gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt erstmal, ich muss mal Schutz suchen. So. Ha. Was machst du jetzt? Komm runter da! Nein, ich schaffe das niemals, oder dass ich da durchkomme. Ich kann ja versuchen, vielleicht komme ich doch durch diesen Eisenpfahl da durch. Ich probiere es einfach mal. Weil dann könnte ich den von unten bearbeiten. Könnte ich vielleicht nach oben schießen und dann würde ich definitiv treffen. Also vielleicht war die doch nicht so dumm. Oh ja, ja, Medizin. Oh, oh, die nehme ich. Wenn jetzt er die nicht abschießt. Gut, wir haben ja unbegrenzte Zeit, das heißt, den Rückweg gönnen wir uns jetzt nochmal. Das nehmen wir doch mit. Ich meine, wenn das da schon so schön liegt, dann... Hoi. Yes. Und jetzt kommen wir nicht zurück, ich glaub's nicht, nein! Doch. Gut. Unsere Mission ist nämlich noch nicht erledigt hier. So. Ja, ein bisschen taktisch vorgehen hier. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man gegen nur zwei Würmer kämpft oder gleich drei Würmer. Gegen zwei oder gleich vier Würmer, das meine ich. So. Na dann, Danny Baker. Lass mal. Der gibt seine Position auch nicht auf, der Sack, ne? Komm. Na toll, nun. Ja, es ist aber auch fies. Man gibt mir kein Seil. Man gibt mir gar nichts. Teleportieren kann ich mich auch nicht. Und Blowtorch ist jetzt auch aus. Super. Ich könnte mich ja langsam hier durcharbeiten. Das mache ich. Machen wir es. Ich will nur gucken, ob ich jetzt auch wirklich... Hey, Mister! Ja, ja, ja. Mister ist hier. Nein, ach komm! Okay, ich habe also noch ein bisschen Zeit. Mensch, du willst mich verarschen! Also ich kann nicht mal der Uzi schießen, weil er da komplett überfordert ist mit... Toll, ich bin auch total gefangen jetzt hier. Ich komme gar nicht raus. Schießen kann ich ja... Ich kann nichts machen. Ich kann nicht schießen, ich kann... Ja, Kamikaze bringt mir auch nichts, dann bin ich tot. Ja, also... Das wäre vielleicht, wenn ich jetzt noch einen zweiten Wurm übrig hätte, aber so... Bringt mir das ja gar nichts. Na, toll, ey. Ich probiere mal was. Ich will mal sehen, ob ich jetzt vielleicht den Fall ein bisschen bearbeiten kann. So, dann komme ich vielleicht hoch. Ja? Mhm, jetzt gibt es schon die Turns, ne? Ja, jetzt kann ich ja...
Na, komm schon. Lass diese Aktion nicht umsonst gewesen sein. Jetzt sei mal nicht so schwabbelig auf Füßen hier. Oh, komm schon jetzt hier. Na, dann wird das nichts. Dann werde ich das hier freischießen und dann kann ich mit der Bazooka nachher arbeiten. Also. Und der wird es noch schaffen, mich umzubringen, wetten? So. Jetzt kann ich auch mit der Uzi arbeiten, oder? Oder ich arbeite mit der Uzi. Was ist denn los? Da kann ich ja in 10 Stunden noch nicht fertig, wenn ich da so arbeite. Aber dann, ja, ganz ehrlich, das Spiel kann ich auch spielen. Das dauert zwar ewig, aber dann baller ich jetzt einfach immer nach vorne, bis ich irgendwann mal da bin. Oh, ist das ärgerlich, ey, wegen 6 Leben. Ne, 10 Stunden später. Ist aber auch eine feige Sau, ey. Geh doch mal runter da. Ja, Weapon-Drop bringt mir jetzt auch nichts mehr. Komm ich nicht ran. Wie viel Zeug ist da eigentlich? Sudden Death Mode natürlich. Oh, na toll! Hat so lange gedauert. Oh, naja, naja. Naja. Ach, Scheiße, der wird gewinnen. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Gut, Sudden Death Mode ist ja aber noch nicht mit Wasser, was nach oben kommt, ne? Ich glaube erst am zweiten Teil, dass das Wasser dann steigt beim. Ja, ist doch gut, ich bin noch dabei. Ich muss mir erstmal durch die Gegend fräsen. Ich sollte da mal weg, glaube ich, aber ist egal, ich habe wahrscheinlich eh verloren. Ich komme da nicht hoch, ne? Also. Ja, der wird jetzt hier treffen, der hat jetzt hier so eine Schneise gebaut. Genau, wird jetzt hier eine Bazooka durchwerfen. Und, Alter, kommt immer näher. Ich will nicht sterben, ich bin jetzt so weit gekommen, komm schon. Ich muss doch da hochkommen. Komm jetzt. Bin ich sicherer, wenn ich hier stehe? Wahrscheinlich nicht, ne? Da runter ist mir jetzt egal. Irgendwie muss ich mich ja schützen. Ey, schon spannend irgendwie. Also, wer, ne? Jetzt geht es ja eigentlich nur noch darum, wer kommt schnell ran. Der zerstört jetzt vollkommen den Turm da. Oh, ich krieg dich. Ich krieg dich, du Lusche. Pass mal auf, ich bin schneller als du. Hoffe ich. Ich habe ein bisschen die große Fresse, aber wir werden ja sehen. Das dauert zu lange, bis der hier durchkommt. Wenn ich jetzt hier gut schieße. Oh ja, nächste zwei Runden habe ich den. Nächste zwei Runden habe ich den. Was? Willst du mir was? Fuck off, Junge. Fuck off. Ernsthaft?
Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass er das trifft, mal ehrlich? Ja, alles gut. Ja, ich weiß, war eine schlechte Leistung. Wir müssen mich nicht ausbuhen. Ich habe schon verstanden. Aber ganz ehrlich, das ist aber auch eine feige Sau da oben, ne? Versteckt sich da auf den höchsten Punkt, wo man kaum durchkommt und wo man sich da durchschießen muss, ja. Gucken wir uns mal die Rankings an. Aha, wunderbar. Ich bin trotzdem auf Platz 1. So. Ja, ne? Also das lassen wir jetzt hier auf uns sitzen, würde ich mal sagen. So, ich habe schon wieder Passwort vergessen. Passwort müsste gewesen sein. Dodge Max. Na dann. Okay, das kann man auch noch nicht durch, oder? Ja, doch, ich glaube schon, jetzt kommt der mit der fetten Flammenwerfer, doch, kennen wir schon. Ja. Ich überspringe das jetzt mal, weil das wiederholt sich irgendwann. So, ne? Jetzt sind sie alle noch hier unten, was ja sehr schön ist. Und ich würde mich freuen, wenn das auch so bleiben würde und die sich dann nicht immer umverkriegen. Also ich werde den jetzt voll die Bazooka in die Fresse rammen. So. That's what you get when you messing with me. Gut, der schießt jetzt Weevil ab. Das war jetzt ja dumm. Warum? Warum? Der hätte Weevil abschießen können. Na gut, so geht's auch. Und dann schieße ich jetzt Jeremy ab hier. Und Jeremy Beadle. Und der ist tot jetzt. Richtig? Oh ja, alles klar. Alles klar, mein Lieber. Ich werde nachher auf jeden Fall da auch jemanden hochteleportieren, sonst komme ich da einfach nicht mehr hin. Also das ist viel zu weit. Vielleicht sogar Chris Evans, weil der steht da so. Ja, der steht da so abgeschieden. Also, was willst du mit denen anstellen? So einfach, um keinen Kollateralschaden zu riskieren, würde ich sagen. Nehmen wir die Uzi, oder? Ja. Gut, das war nicht die Uzi, aber das geht auch. So, ein Schuss, ein Treffer und Treffer Nummer 2. Perfekt. Das war's, mein Lieber, ne? Auf Wiedersehen, Danny Baker. So, zwei sind schon mal weg, das ist gut. Das waren effektive erste Runden. Ah, ne, Chris Evans ist das da unten. Ach, so ein Feigling, ey. Die gehen alle jetzt da hoch. Ist ja nervig, ey. Dann werde ich jetzt sie da oben bearbeiten. Das heißt hier Neville, genau. So, was machen wir jetzt am besten? Wie können wir am meisten Schaden machen? Der mal eine Dynamitstange, den direkt in die Fresse werfen. Ja, das klappt wunderbar, ey. Ach. Naja. Aber ich stehe halt sehr schlecht. Also der wird jetzt, die werden jetzt Neville runterschießen wahrscheinlich. Ja, na gut, die stehen auch sehr unpraktisch. Eigentlich müsste man erst den da unten zerstören. Ich will jetzt erstmal hier oben, weil ich habe den meisten Stress habe ich mit den Viechern hier oben. Wollen wir mal ehrlich sein. Nein! Was war das denn? Der war ein bisschen zu enthusiastisch, der Schuss, ne? Etwas überambitioniert. Und natürlich treffen die immer. Das ist halt immer die Scheiße hier. Die treffen jedes verfickte Mal, ey. So, das kann ich auch. Ja. Oh, perfekt. Der muss jetzt sterben durch den Fallschaden. Auch nicht. Nur 4 Fallschaden. Schade, schade. Aber wenigstens sind die jetzt erstmal da unten. Das ist schon mal ganz gut. Weil, ne? Ach, jetzt holt er sich dann doch die Kiste. Homing Missile.
Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wie kann der denn aus der Entfernung treffen? Na ehrlich. Das ist wieder so, so unfair eher. Ja? Naja. Hier muss ich doch springen. Booby Trap! Ja, was heißt pretty dumb? Konnte ich ja nicht wissen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt hier bei dem Spiel. Ja, ich muss auf jeden Fall irgendwie. Ich muss den da unten jetzt irgendwie umbringen. Wenn nicht schon meine tot sind. Ne, lebt er noch? Ne, das ist. Oh, scheiße. Zwei Würmer auf einmal. Na, super. Ziegel! Na, das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön, aber. Die Rache kommt, du Sack. Also man merkt, was bei dem Spiel wirklich noch fehlt, ist so dieser Rückwärtssalto. Der ist so nützlich oft, einfach um immer aus solchen Situationen rauszukommen. Granate. Ich habe nicht mehr Granaten. Ja, toll, das bringt doch nichts hier. Ach, weißt du, was ganz ehrlich, dann bohre ich mich schon mal hier durch und dann soll er gucken, wo wie er an mich rankommt, ist mir auch egal. Ja, obwohl ich dann schon ziemlich nah an der. Ah nee, der kommt ja mit der Bazooka durch, das sehe ich jetzt schon kommen. So, wie machen wir das jetzt am besten? Also die da hinten würde ich einfach nur mit den Homing Missiles abknallen wollen. Chris Evans krieg ich auf jeden Fall. Oder müsste ich auf jeden Fall kriegen. Muss mal gucken. Hier sind Gegenstände dazwischen und volle Ladung. Und zack. Yes, komm, genau, nimm ihn mit in den Tod. Nimm ihn mit in den Tod. Perfekt, so soll das sein. So soll das sein, genau. Du stirbst jetzt auch und weg mit dir. Das war ein guter Zug. Das war schön. Weapon Drop. So, jetzt müssen wir nur den Typen wegkriegen. Also 2 gegen 1. Tja, was machen wir jetzt mit dem? Das ist halt die Frage der Fragen, ne? Ich habe noch eine Homing Missile. Ich meine, kannst drauf ankommen lassen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Gucken wir mal. Ja, immerhin, 43. So, Dale Winston. Ja, ich habe ja noch einen Teleport übrig. Ich mach's einfach mal. Also sogar 2 habe ich noch übrig. Ich schnapp mir das mal. Da ist es so was Schönes. Aber jetzt eine Bananenbombe ist. Ein Schaf, ich mach dich kaputt. Wenn ich irgendwie an dich rankomme, mache ich dich kaputt. Wenn ich an dich rankomme, das ist halt die Frage der Fragen, ne? Oh, das Schaf ist so toll, ey. Das macht so fetten Schaden. Weißt du was? Ich bohre mich in seine Richtung und ich werde Weevil opfern. Wenn er es nicht schafft, mich in der nächsten Runde zu töten, werde ich das Schaf sofort, weil ich das losschicken, sofort explodieren lassen und dann ist er definitiv mit am Arsch. Also, selbst wenn das Schaf ihn nicht vollständig tötet, wird ihn auf jeden Fall meine Todesexplosion mit umbringen. Also, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hoffe ich. Das ist jetzt mein verzweifelter Plan, ja? So, du Arsch, hier bin ich. Was machst du jetzt, hä? Gut, so geht's auch. Ist in Ordnung. Also. Das war doof. Was war das jetzt? What the fuck? In Ordnung. Akzeptiere ich. Alles gut. Nehm ich so hin. Das ist vollkommen in Ordnung. Lass mich nochmal meine. Hä, wo ist meine Kamera? Hier unten. So. Dann haben wir also. Als nächstes Passwort Star Turn.
So, dann wollen wir mal weitermachen. Star Turn. Eine machen wir noch. Vielleicht schaffen wir das ja. So, Mission 6, die alte Generation. Sie mögen zwar eine lange, lange Zeit gebraucht haben, überhaupt erstmal hier anzukommen, aber. Was? Aber du musst jetzt sozusagen ein bisschen von dem guten alten. Ja, von dem guten alten Kampfgeist zeigen, um also sozusagen mutig zu gehen, wo nie ein Wurm vorher gegangen ist, also wo nie ein Wurm vorher war, also irgendwas auf dem Mond wird sein, auf jeden Fall. Hint, sehr viel Dynamit. Ja, das überspringen wir mal. Okay, also doch, nee, lieber der Dschungel, also ein bisschen Predator-mäßig. Bazooka haben wir nicht, Granate haben wir nicht. Okay, wir haben also nix. Wir haben echt nur Dynamit oder was? Oh. Ja. Wir haben echt nur fucking Dynamit. Gut, die Dinger haben wir noch. Ah, dann mach ich erstmal Dragon Ball. Ah ne, Dragon Ball nur nach vorne. Ne? Uzi hätten wir noch. Yes, fall runter da. Lass mich bloß in Ruhe rum. That's what you get when you messin' with me. Höre schon, das die Fliegenschar. Also ich bin dran. Ja, dann machen wir dann da weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Dann werden wir dem mal Dynamit an den Kopf werfen, würde ich mal sagen. Oh, perfekter Treffer, yeah! Oh, das überlebst du nicht, das überlebst du nicht, mein Lieber. Uh-oh, das war's. Bones is an X-Worm. Das kannst du laut sagen, der ist futsch hier, hä? Gotti. Das ist aber auch interessant. Kann ich das Dynamit überhaupt so weit werfen? Ich glaube nicht, ne? Oh, jetzt habe ich hier oben, aber natürlich liegt da mir eine Mine. Oh, warte mal, ich habe eine ganz, ganz freche Idee hier. Okay. Idee fehlgeschlagen. Ich wollte die Mine mit der Uzi nach unten schießen, aber es hat dann doch nicht funktioniert. Warum? Okay, ist in Ordnung. Dann werfe ich dir halt ein Dynamit an den Kopf. Das ist okay. Das kriegen wir auch hin. Die wollen anscheinend alle in die Todesgrube rein, ne? So kriegen wir es auch hin. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich. Muss ich vorsichtig sein, dass ich jetzt ja, dass das Dynamit da nicht an diesem kleinen Schnipsel hängen bleibt. Da ist nämlich noch was, ja, wenn man genau hinguckt. Nein, nicht Dragon Ball. Kein Kamehameha. Oh, voll an Kopf wieder. Yes, Baby. Und ein schöner großer Bogen. So gefällt mir das. Wir werden sehen, Kirk. Ja, was machst du mit dem schönen Baum hier? Das Problem ist, ich meine, das ist Quatsch. Wenn ich jetzt so schieße, dann werde ich definitiv Schaden nehmen. Aber ich kann es natürlich riskieren, weil wenn die Mine runterfällt, macht die auch. Ich mach's mal. Nein! Es tut mir leid! Ich wollte das nicht! So, jetzt steht der da oben. Aber gut, dann nehme ich Stumpy und ich meine, wie gesagt, Dynamit haben wir jetzt ja mehr als genug.
Kann er noch weglaufen eigentlich? Ich glaube schon, oder? Ach, schön. Genau, sammelt euch mal alle da unten an, da kann ich euch fertig machen, das gefällt mir. Gut, ja, das ist jetzt klar. Der teleportiert sich wieder weg. Was will der da ganz hinten? Also, habe ich wenigstens mal Seile oder sowas? Natürlich auch wieder nicht. Blowtorch habe ich, aber. Ich könnte natürlich auch. Ich hätte Stumpy nehmen sollen, aber jetzt zu spät. Jetzt werde ich ein bisschen mit der Uzi durchpfeffern. Och, das war doch auch nicht so schlecht, ne? Ein bisschen was haben sie abbekommen, das ist gut. Und Spock ist tot. The Death of Spock. Ein trauriger Moment für alle Trekkies, ne? Ey, die gehen mir auf den Sack. Wo teleportieren die sich denn hin? Tja, ich glaube, es ist Zeit, dass ich mich auch mal irgendwo hin teleportiere. Aber wo nur? Also. Ich muss mich jetzt mal teleportieren. Also, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, aber ich werde mir den jetzt hier hin teleportieren. Der hat noch am meisten Leben. Ich hoffe, die Mine wird nicht aktiviert. Ne, ich bin weit genug weg. Gut. Weapon Drop. Wo? Ah, toll, dann kommt doch kein Mensch hin. Okay. So, Weevil. Ich kann auf jeden Fall Kirk jetzt wegballern, das geht. Ja, gut, hat ja nicht so geklappt, wie ich wollte, aber der stirbt. Genau. Alles klar, Kirk. Chai. Chai. Chai Latte, ne? Ciao, meine ich. Ja, der kommt noch nicht ganz durch, das finde ich ganz gut, also. Naja, ich bleib mal bei meinem guten Weevil. Der bringt mir gerade ziemlich viel Glück, muss ich sagen. Ja, ich meine, ich wollte jetzt zwar nicht so treffen, wie ich möchte, aber. Oder so geht's natürlich auch. Das war nicht beabsichtigt. Ich meine, ich bin direkt über dir. Gut, da wir jetzt noch mehr als genug Würmer haben, ich werde jetzt Selbstmord begehen. Ganz klar. Wenn ich jetzt hier das Dynamit werfe, stirbt er mit. Also, der ist ja noch nicht stirbt, dann stirbt er durch meine Selbstmordexplosion. Ist in Ordnung. Man muss nochmal Opfer bringen können. Gut, das ist ja, naja, gut, aber das reicht, das wird reichen. Ja, das reicht, gut. Obwohl der auch hinfliegt, da irgendwo oben in die Ritze rein, ja. Weil wie ist er da durchgeflutscht? Der muss ja wirklich nur so ein Pixel durchgerutscht sein. Da warst du dumm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war auch schon ganz in Ordnung. So! Ja, danke schön, danke schön. Danke schön. Ja. Dann letzter Akt jetzt für die Folge. Das wird noch fotografiert. Hey Jeff. Ja, und da würde ich sagen, also das lief ganz gut. Ne? Ich habe mich so ein bisschen bei der einen Mission abgequält, wo mit den ganzen Flugzeugen oder Maschinen auf diesem Mond oder was das da war, wo dieser elende Gegner sich immer auf die höchste Stelle teleportiert hat und ich einfach nicht durchgekommen bin. Aber das lief überraschend gut. Aber man muss auch sagen, die CPU hat ja ziemlich dumme Entscheidungen getroffen und sich immer schön in die Bucht teleportiert, wo ich die Dynamitstangen runterwerfen konnte. Ich meine, soll mich nicht stören, aber
Man findet es ja auch irgendwo gut, ne? Aber gut, dann ist es schön. Ich komme auf jeden Fall schon mal besser voran als bei Worms Blast. Und das soll doch schon was heißen, ne? Und mit dieser positiven Grundstimmung würde ich sagen, verlasse ich jetzt diese Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Worms, ne? Bis dahin. Ciao.